So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Horizon Zero Dawn. Na gut, na dann gehen wir mal. Wir müssen Rost suchen. Das ist unser R1-Angriff. Wir haben jetzt so einen Speer erhalten. Ich sollte das schnell zu Ende bringen. Das sind die schweren Angriffe. R2, also R1 ist leicht. Und R2 ist starker Angriff. Na, schaut schon mal gut aus, oder? So, einsammeln tun wir natürlich auch wiederum alles, was es hier gibt. Das nehme ich für unterwegs mit. Ja, und das sind unsere Speicherstände, soviel ich weiß. Die Lagerfeuer hier. Ich glaube auch, dass sie auch für Schnellreise genutzt werden können. Das können wir dann später probieren. Also, wir entzünden das einmal. Schnell speichern, manuelle Speicherung. Also, schnell speichern. Perfekt. Somit brennt das. Ja, und das ist unsere Hütte. Wir sind zu einer erwachsenen Frau aufgezogen worden, als Kriegerin. Wir wollten doch heute jagen gehen. Warum ist er nicht hier? Wohin ist er gegangen? Ja, das werden wir dann herausfinden. So, da oben, da müssen wir hin. Das heißt, klettern können wir auch. Nehme ich mal stark an, da gibt es noch ein bisschen was zum Looten. Wir nehmen natürlich alles mit, was nur geht. Und ich werde schauen, dass ich jetzt da halt die... Was macht er hier oben? Ich werde jetzt da schauen, dass ich halt die Parts... Steht da einfach nur rum. Da, was ist mit ihm los? Darf ich auch mal reden? Deswegen habe ich die Untertitel angemacht. Was wollte ich sagen? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ja, dass ich die Parts halt eine halbe Stunde lang mache. So wie es das halt gewohnt seid von mir. Jetzt sprechen wir mal mit Rost. Aloy, du bist hier. Wolltest du allein sein? Nein. Wir müssen reden. Ich habe über dein Training nachgedacht, Aloy. Du kannst jagen, du kannst überleben. Aber ich fürchte, eine Lektion fehlt noch. Willst du sie jetzt lernen? Natürlich. Ich lerne alles, was du mir beibringst. Hier gab es kürzlich Ärger. Das gibt uns die Chance für diese Lektion, doch sie ist gefährlich. Sei vorbereitet, oder du stirbst. Geh ins Becken hinab und jage, bis du die Teile für Feuerpfeile hast. Feuerpfeile? Von welcher Art Ärger sprechen wir hier? Wenn du die Teile hast, treffen wir uns hier, am Tor hinter dem Dorf Mutterherz. Das Nordtor? Am Rande der Umfassung? Ja, mach dich auf den Weg. Ist sonst noch was mit dir? Nein, mir geht's gut. Machst du dir Sorgen, was dann passiert? Nach der Erprobung? Was passiert, ist klar. Du wirst in den Stamm aufgenommen und ich bleibe ein Ausgestoßener, den man meidet. Rost, selbst wenn der Stamm mich aufnimmt, ich... Es gibt viel zu tun, Aloy. Wir reden später darüber. Okay. Ich besorge die Teile, aber ich werde auch bei Cast vorbeischauen. Aloy, dieser Mann bricht das Gesetz, wenn er mit dir spricht. Und ich bin froh darüber. Ich will eine Stolperfalle und niemand sonst verkauft an Ausgestoßene. Dann solltest du sie auch laden. Du wirst sie heute Nacht brauchen können. Das klingt geheimnisvoll. Okay, wir sehen uns am Nordtor. Na gut. Dann gehen wir mal. So, sammel Lohen von Läufern, sammel Metallscherben von Maschinen. Okay. So, einfach X, ja. Das macht ihm echt Sorgen. Wenn er glaubt, dass ich ihn verlasse, täuscht er sich. Ist nice gemacht. So, das ist die Karte. Kann ich rauszoomen auch? Jawohl. So. Ja, das wäre die Karte. Also, das Let's Play wird... Sehr lange dauern. Gut, hier sind unsere Speicherstände. Da können wir dann auch überall hingehen. Becken, Nordtor, okay. Hier sind wir. Nein, das ist die Aufgabe, wo wir hin müssen. Glaube ich. Nämlich nicht ihr.
sind auch so Nebenquests und sowas. Ich schau dann kurz nach, da Quests. Hauptquest, genau. Die Spitze des Speeres. Da müssen wir halt diese Loren sammeln und sowas, da steht's dann eh. Und die Metallscherben halt. Und Nebenquests, ah, es sind noch keine Nebenquests da. Aufträge gibt's dann auch noch, Tutorials gibt's auch noch hier anscheinend, keine Ahnung. Schauen wir uns einfach mal um. Also, wir müssen auf jeden Fall da runter. Also, das wird auf jeden Fall ziemlich lange dauern, bis ich da fertig bin. Hier können wir nochmal speichern. Noch nie habe ich dieses Tal hinter mir gelassen. Das wird sich nach der Erprobung ändern. 2 Tage. 2 Tage, bis ich Antworten bekomme. 2 Tage, dann weiß ich, wer sie war. Und warum ich nach der Geburt ausgestoßen wurde. Als ob es dafür eine Entschuldigung gäbe. Na gut, dann sammle ich mal die Teile für ein paar Feuerpfeile. Ich muss eine Herde suchen. Ja. Das machen wir auch gleich. Gehen wir mal den Weg da entlang. Nehmen alles mit, was geht. Na, alles gut. Ah, okay, gut. Wir verlieren Leben, wenn wir da aufspringen. Heil dich mal. Und da vorne haben wir ja schon welche. Endlich. Jetzt können wir das auch mit dem Anlocken probieren. Allerdings brauche ich dafür hohes Gras. Ah, wie kann ich das aktivieren? Das ist der Stein. Ah, Moment. Ah, das muss in der Nähe sein. Okay, 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 ich verstehe. Na gut, dann gehen wir mal so einfach in den Kampf, würde ich mal sagen. Die Jagd ist vorbei. Oh, das ist sogar ein One-Hit. Der nicht. Aber jetzt, okay. Also man muss wirklich genau zielen anscheinend. Na dann sammeln mal alles. Und alles mitnehmen. Da unten haben wir noch was. Ja, das ist gut. Das taugt mir. Zum Heilen. Da hinten ist ein Rufzeichen. Das schauen wir uns dann auch gleich an. Ich hoffe, dass das halt alles dann noch da bleibt. So, da bin ich wieder. Ich habe einen Cut gesetzt. Ich bin angerufen worden. Von meiner Arbeit. Ohne mich geht's halt nicht. Anscheinend. Jetzt darf ich heute wahrscheinlich auch noch arbeiten. Sie haben gesagt, sie rufen mich dann noch einmal an. Ich hoffe dann nicht, während ich aufnehme. So, Moment. Da nach hinten müssen wir. Ja, ja, ja. Also wir hätten ruhig über die Brücke gehen sollen. Hier ist Onara, deine Schwester. Komm schon. Der kommt da sogar rüber. Gehen wir doch, die meiden das Wasser. Leider Gottes nicht. Und die Pfeile gehen mir auch aus. So, da tun wir mal speichern auf jeden Fall. Kümmert euch einfach um eure Sachen. Wo sind die jetzt? Achso, die sind da weiter nach hinten gelaufen. Ja, ja, das sind die, die immer weglaufen von uns. Wir sammeln da alles ein. Moment. Ich bin gehört worden. Zumindest ist das Geräuschsymbol da gekommen. Ich weiß aber nicht wo. So, hier haben wir hohes Gras. Das heißt hier, zack. Einmal runterdrücken. Kommt der jetzt da daher? Jo, der kommt daher. Sehr gut, sehr gut. Na komm her. Bussi, bussi, bussi. Ah, das ist nice.
Komm her, der nächste gleich. Und der hat was Grünes gedroppt, das ist gut. Also sind ja gewöhnliche Teile da anscheinend. Ah, das sind aber viele Viecher, bist deppert. So, gleich der nächste. Komm her. Und da hinten kommt ein Wächter, glaube ich, heißt er. Das ist ja ein Läufer, das da ist da unten ein Wächter. Naja, macht ja nichts, komm her. Ich hoffe, dass der das nicht mitkriegt. Das sollte ich jetzt besser nicht riskieren. Ich glaube, unsere Rüstung ist auch noch nicht so gut. Aha. So. So, der hat was mitgekriegt, allerdings weiß er nicht, wo ich bin. Erst wenn das Fragezeichen über seinen Kopf rot wird, dann weiß er, wo ich bin. Den können wir noch schnell ausschalten. Zack, dann der Linke hat uns gesehen. Da gehen wir gleich in den Zweikampf gleich rein. Ja, ist schon weg. Sehr gut. Na gut, dann tun wir mal looten. Nehmen wir uns alles mit, was geht. Sicher. Zumindest für ein paar Minuten. Ja, alles ist cool, Mädchen. So, die da hinten können wir eigentlich auch noch gleich ausschalten. Aber ich glaube, die respawnen eh die ganze Zeit da. So, das war ein One-Hit. Und der läuft weg von mir. Okay. So, da unten haben wir den Läufer gehabt, der ins Wasser gegangen ist. Ah, den Wächter, Entschuldigung. Schauen wir mal ganz kurz runter. So, und ab in den Zweikampf da. Perfekt. Na, passt schon. Aber wie man sieht, wir kriegen extremst viel Schaden. Also, das ist... Boah. Ich hoffe, dass wir die Medizinkenntnis ein bisschen darauf setzen können. Und hier haben wir ein Rufzeichen. Das wird wahrscheinlich eine Nebenquest sein. Schauen wir es uns einmal an. Du redest mit einer Ausgestoßenen? Ich brauche Hilfe. Da ist mir alles egal. Wo liegt denn das Problem? Quält dich dein Bein? Ich bin egal. Es ist meine Tochter Arana. Sie ist in Gefahr. Sie ging bei Mutters Wiege einem Plünderer nach. Ich fürchte um ihr Leben. Ich kann kaum aufstehen, geschweige denn ihr folgen. Hilfst du mir suchen? Warum jagt deine Tochter allein einen Plünderer? Ich bin schuld. Ich folgte ihm und er hat mein Bein zerfetzt. Ich bin nur knapp entkommen und mein Speer steckt noch in der Maschine. Es war ein Speer von Edena, meiner Frau, die letztes Jahr starb. Er bedeutet Arana alles. Sie will ihn von dem Plünderer zurückholen. Du weißt schon, dass die Stammmütter dich verstoßen können, weil du mit mir redest. Mir egal. Ich wollte sie selbst suchen, aber mein Bein hat versagt. Finde sie. Für ihre Sicherheit akzeptiere ich jede Strafe. Du sagst, Arana wollte zu Mutters Wiege? Ja. Südöstlich von hier. Ich habe es ihr verboten, aber seit ihre Mutter starb, benimmt sie sich unmöglich. Verdammt sie mich an. Witwer und Krüppel dazu. Ein Vater, der seine Tochter nicht findet. Bitte, hilf mir bei dieser Sache. Ich tue, was ich kann für deine Tochter. Bring sie in Sicherheit. Ich flehe dich an. Na, die Synchro hat da nicht wirklich passt. So, Waffenrad, wir können Feuerpfeile herstellen. Sehe ich das richtig? Tatsächlich, wir können tatsächlich Feuerpfeile herstellen. So, wir machen aber die normalen Pfeile einmal. So, wird mir das jetzt anzeigt oder muss ich da reingehen? Ich muss, glaube ich, da reingehen, Nebenquests. So, und Quest aktivieren. Und, wo wird mir das jetzt anzeigt?
Ist das das da oben, was 165 Meter von mir entfernt ist? Kann das sein? Ja, gehen wir mal einfach hin, oder? Ja, ich mach eh schon Feuerpfeile, um Gottes Willen. Geh nur einfach weg. Aber ich will die Feuerpfeile nicht, danke. Ich will die normalen Pfeile da haben. So, nimm dann nochmal alles mit, was geht. Das hält sich. Auf jeden Fall. Das muss Arana sein. Und sie steckt in der Klemme. Na gut, dann retten wir sie einmal. Schaut auch cool aus, wie sie wieder drüber hüpft. So, hilf mir doch jemand! Wow, das war nice. Solid Snake wäre stolz auf mich. Oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Ja, erledige sie! So, da sieht er mich auch. Ich weiß es nicht. Was ist mit diesem Wächter? Auf jeden Fall kommt er her. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir können wieder einen Stealth-Kill da machen. Hier drinnen sieht er mich nicht. Komische Maschinen, aber ja, passt schon. Und weg bist. Ah, schaut nice aus. Schaut gut aus. So, bitte alles mitnehmen, danke. Ja, erledige sie! Ja, ja, mach ich eh. Keine Panik auf der Titanic jetzt, da. Batz, genau ins Rohr eine. Hast du irgendwas fallen lassen da? Nein. Nehmen wir alles mit. Das da unten sammeln wir auch gleich nochmal alles ein. Okay, das ist voll. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Und da oben ist sie. Na, dann komm mal runter. Kann ich mit dir irgendwie interagieren? Kann ich da raufklettern? Schalte diese Wächter aus. Ich hab die Wächter schon ausgeschalten. Hallo. Schalte sie aus. Schnee. Achso, da unten ist noch einer. Wird es nicht wärmer. Ah, man verliert da urviel Leben, wenn man da runterspringt. Komm her da zu mir. Ja, zeig's ihnen richtig. Ja, ja, mach ich schon. Was? Very nice. Danke, dass du mich vor diesen Maschinen gerettet hast. So, sind wir fertig. Danke. Ich dachte schon, die Wächter reißen mich in Stücke. Dein Vater schickt mich zu dir. Es ist Zeit heimzukehren. Dachte ich mir. Aber ich kann nicht zurück, bevor ich nicht den Speer von diesem Plünderer habe. Dieser Speer scheint dir viel zu bedeuten. Meine Mutter hat ihn kurz vor ihrem Tod gemacht. Und mein Vater hat ihn einfach verloren. Das wollte er nicht. Plünderer sind gefährlich. Ich weiß. Aber ich ertrage es nicht, ihn nie wiederzusehen. Dein Vater ist krank vor Sorge um dich. Er sorgt sich schon, wenn ich kurz zum Austreten hinter einen Busch gehe. Er will dich bloß nicht verlieren. Ich weiß. Aber ich wünschte, er würde nicht so oft schimpfen. Was hat dich auf diesen Baum verschlagen? Ich bin dem Plünderer zu Mutters Wiege gefolgt. Hab ihn sogar kurz gesehen. Doch da sah ein Wächter mich und rief seine Meute. Ach, Urmutter. Ich bin wohl eine zu schlechte Jägerin, um den Speer zurückzubekommen. Ich suche deinen Speer. Wirklich? Oh, danke. Such du deinen Vater. Sein Bein hat versagt, als er nach dir suchte, gleich südlich von Mutterherz. Oh nein. Okay, ich gehe sofort zu ihm. Nochmals danke. Okay, so. Wo muss ich da jetzt hin? Muss ich das jetzt wieder aktivieren? Nämlich es ist nicht oben auf der Karte eingezeichnet. Moment, wir speichern da mal ganz schnell. Zack, zack. Das dauert ja Gott sei Dank nicht allzu lange. Quests. So, Nebenquests. Ist das jetzt aktiviert? Ich glaube schon. Folge Arena Spuren. Findet die Plünderer, der den Speer auf Untersuch... Ah, okay, gut. Spuren lesen. Moment. Wenn ich da jetzt raufgehe und R3 drücke. Ja, da ist es auch schon. Spuren markieren. Und jetzt können wir einfach hinterherlaufen da. Okay, so funktioniert das. Ist so wie bei The Witcher.
Nur halt auf modern gemacht. Zumindest das Fährtenlesen hier. Ah, schaut's mal da. Da. Mutters Wacht. Dann haben wir da Mutters Wiege. Was haben wir da vorne? Mutters Wiege. Noch einmal. Okay. Wir folgen aber den Spuren. Wir versuchen jetzt dann noch schnell den Speer da zurückzuerhalten. Dann haben wir die Nebenquest nämlich auch schon erledigt. Es wäre doch gut, wenn wir das noch schaffen würden. Hier endet Aranas Spur. Hier muss sie den Plünderer gesehen haben. Wenn ich seiner Spur folge, müsste ich den Speer finden. Ja, und da ist auch schon die Spur. Dann gehen wir mal. Und es wird dunkel. Mutters Wiege. Viel zum Einsammeln da. Das kann man ja nicht alles mitnehmen. Wo bringt uns das jetzt hin? Die Spur endet hier. Bestimmt hat er den Fluss überquert. Ja, hundertprozentig hat er den Fluss überquert. Was ist mit dem Wetter los? Beginnt es jetzt zum Regnen? Also da mal rüber. Und dann gleich wieder das Gerät einschalten, nehme ich einmal stark an. Wo ist es? Spur markieren, okay. Ah, okay. Wird mir schon angezeigt, sehr nice. Wo muss ich denn da jetzt hin? Das ist ja urweit weg. Schauen wir mal ganz kurz auf die Karte. Von wo? Ich bin, glaube ich, hier hinten irgendwo. Also hier zumindest. Hier waren wir ja schon. Hier ist, glaube ich, unser Zuhause. Dann sind wir da runtergegangen. Zack, zack, zack. Okay, gut. So groß ist die Map dann auch wieder nicht. Schaut nur ein bisschen größer aus. Was ist das? Okay, jetzt ist es wieder weg. Hier können wir aber nochmal speichern. Sehr gut. Vielleicht kriegt man eine Trophäe, wenn wir alle da anzünden. Könnte ja auch gut möglich sein. Ah, da oben. Da oben sollte irgendwo der Speer sein. So, jetzt hole ich mir den Speer. Ah, er hat ihn. Komm her da. Na, was willst du machen? Oh! Der haltet viel aus. Oh, der liegt. Ah, der liegt. Ah, da komme ich aber nicht mehr rechtzeitig hin, glaube ich. Um einen Todesstoß da zu machen. Gehen wir mal in den Zweikampf da einfach rein und schlagen einfach wild um uns. Sehr nice. Aber wir haben es geschafft. Eine meisterhafte Waffe. Arana wird froh sein, sie zurückzuhaben. Ah, du Mistviech, du. Kannst du da raufklettern? Nein, kannst nicht. Jetzt muss ich wieder rundum und um klettern. Okay, also rundum und um gehen. Aber da oben sind noch Gegner, die möchte ich auch noch eliminieren. Da müssen wir aufpassen. Heil dich. Warte jetzt, das würde ich mir gerne anschauen. Geht das? Nein. Das habe ich nämlich noch nicht freigeschalten. Dafür müsste man halt ein Level steigen. Jetzt sind wir ein Level gestiegen. Wartet. Wo ist das? Fertigkeiten? Genau, und welches war das jetzt? Drücke R3, um für einen... R1, Entschuldige. Für einen Angriff, der Gegner am Boden stark schädigt. Genau, das wollen wir haben. Jetzt können wir das mal da ausprobieren. Oh, und ich habe keine Munition mehr. Oben auf die Lore schießen. Herzfehler. Ja, genau.
Und ich drücke die ganze Zeit X. Wieso drücke ich die ganze Zeit X zum Ausweichen? Jetzt, da können wir uns anschauen. Komm, lauf, 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 lauf. Geh rauf da, Mädchen. Geh rauf. Wieso geht das nicht jetzt? Ah, so schaut das aus. Geil. Okay. So, alles mitnehmen, alles looten. So, lustig, lustig, tralalala, Cut gesetzt. Da rutschen wir gleich mal runter. Mich hat schon wieder die Arbeit angerufen, das heißt nach dem Part. Ja, ich muss leider Gottes los. Drei Parts sind's geworden, aber ja, was soll man tun? Den machen wir jetzt natürlich auch noch fertig da. Wir bringen den Speer auch noch gleich zurück. Sammeln da noch ein, was geht. Alles cool. Na, nimm mit. Achso, da muss man wieder draufbleiben. Kriegen wir auf jeden Fall noch ein paar Ressourcen da dazu, da hinten. Vielleicht hätte ich die Feuerpfeile schon verwenden können. Moment, ich schau... Also nein, das war L1, genau. Ja, ich muss mich an die Steuerung gewöhnen. Wie gesagt, lang habe ich das Spiel nie gespielt. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Da hinten ist ein Weg. Halt dich mal. Jetzt kommen sicher gleich diese Level 40er Viecher. Nein, da geht's gar nicht weiter. Okay, okay, okay. Also so herumstapfen, glaube ich, in der Welt sollte ich, glaube ich, jetzt noch nicht. Ah, da. Okay. Ist da oben irgendwo was? Die beste Waffe des Spiels gleich am Anfang. Okay. Na gut, dann gehen wir halt wieder runter. Den haben wir eh schon gelootet. Ja, ja. Gut, das sollte eigentlich passen. Ah, schade. Ah, okay, gut. Jetzt haben wir gedacht, ich verliere schon wieder Leben. Aber gut. Das passt. So, ich hoffe, ihr habt Spaß auf jeden Fall daran, dass ich das Spiel. Das haben sich ja ein paar gewünscht. Und fallt euch das auf? Sony, wirklich, Sony. Gute, gute Spiele, was die rausbringen. God of War. Das war's fürs Erste. Der Dunst lüftet sich. God of War spiele ich ja jetzt auch schon. Ich sehe hier sonst niemanden. Scheint sicher zu sein. Ich wette, er wartet schon auf mich. Aber das Let's Play werde ich erst wahrscheinlich nach Horizon Zero Dawn machen. So, an Nebenquests ist das jetzt dann noch aktivierter. Ja. Achso gut, das ist eh gleich da vorne. Ich muss mich da ein bisschen einwirken. Das muss man auf jeden Fall auch killen, was ich weiß. Ah, sehr gut. Nämlich wir brauchen auch Wildschweinhaut und was weiß ich nicht was alles, um dann später unser Inventar halt zu verbessern. Das ist eh klar. So wie in jedem Spiel. Also lootet, was geht. Wenn ihr irgendein Viech findet, dann, ja. Einfach töten und looten. So, da unten bei der Brücke war das, glaube ich, irgendwo. Oder über der Brücke. Sogar noch weiter weg. Es wäre cool, wenn sie schneller rennen könnte. Also sie ist ja absolute Nichtraucherin und ist in der Natur aufgewachsen. Also ein bisschen schneller könnte das ja schon gehen. Ich mit meiner Raucherlunge, ja, schaffe vielleicht in einem Sprint vielleicht, keine Ahnung, 20 Meter. Und dann haut's mir die Lunge schon aus. Also nicht rauchen, ja, ich sag's euch nur. Leider Gottes gewöhnt sich der Körper daran. Und man braucht es dann. Leider, leider, leider ist das so. Aber sie ist ein Naturmensch, was ist da los? So, auf die pfeifen wir jetzt da. Wir bringen jetzt einmal den Speer da wieder retour. Wir gehen denen da aus dem Weg. Okay, Aloy. Und jetzt? Nix, wir rennen einfach weiter. Ich habe jetzt eigentlich schon die Fertigkeiten, die ich wollte, mit Pfeifen. Das Pfeifen ist ziemlich leimend, muss ich sagen, wenn man in hohem Gras sitzt. Und da hinten ist es auch schon. Und das, wenn sie am Boden liegen und gestunt sind, dass man dann mächtigen Schaden macht, das ist auch ziemlich leibend. So, da hast du deinen Speer wieder. Erst bringst du mir Arana zurück und jetzt auch noch den Speer. Als ich dich zuerst um Hilfe bat, wusste ich nicht einmal, ob du mit mir reden würdest. Aber zum Glück doch. Ja, zum Glück. Unglaublich, dass du den Speer zurück hast.
Deine Mutter war eine gute Speermacherin. Er ist außergewöhnlich. Ich werde nie so gut sein wie sie, aber ein paar Tricks hat sie mir verraten. Ich sehe mir deinen Speer gerne mal an. Danke. Das klingt nach einer tollen Frau. Mein herzliches Beileid. Nun, deinetwegen habe ich den Speer noch, der mich an sie erinnert. Du hättest uns nicht helfen müssen. Hast es aber. Das hätte sie bewundert. Danke, Aloy. Für alles. Okay. 1000 Erfahrungspunkte kriege ich dafür. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. So, haben wir jetzt da herstellen. Was kann ich herstellen? Wieso ist da ein Rufzeichen? Munition. Jägerbogen, Pfeilpaket. Dieses Munitionspaket eignet sich für Jägerbogen, irgendetwas Bogen und Schattenjägerbogen, was auch immer das Zarya-Jägerbogen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das werden wir dann wahrscheinlich herausfinden. Wahrscheinlich habe ich das noch gar nicht. So, das ist der Speer und das ist unser Jägerbogen. Okay, die sind beide blau. Ist das gut? Ich habe keine Ahnung. Outfits. Okay, da gibt es 1, 2, 3, also 4 Outfits kommen da noch dazu. Stimmt das? Oder kommen da mehr dazu? Ich habe keine Ahnung. Modifikationen. Was ist das da? 5% Schaden. Spule. Kann ich das irgendwo reinsetzen? In meinen Jägerbogen? Kann ich? Da sind zum Beispiel Modifikationen. Ja, Moment. Wenn ich da jetzt drauf drücke, geht das? Nein. Wieso kann ich ablegen? Wieso ablegen? Ich möchte da die Modifikationen, würde ich da gerne reinkommen. Aber vielleicht kommt das ja auch erst später. Das kann ja auch möglich sein. So, hier drinnen kann ich das auch anscheinend bauen. Nein, kann ich nicht. Mit X geht das leider nicht. Okay, das kann ich nur außerhalb machen. Nämlich hier habe ich nur noch 10. Und hier, das geht gar nicht. Warum kann ich hier das nicht bauen? Obwohl alles... Achso, mir fehlen diese Loren. Ah, die Loren fehlen mir da. Die brauche ich für Feuerpfeile. Okay, dann schauen wir mal ganz kurz Quests. Das wird jetzt ein bisschen dauern, bis ich mich da einwirke. Besonders, wenn ich jetzt dann in die Arbeit fahre. Der nächste Part wird wahrscheinlich auch nicht wirklich besonders. So, und der Punkt ist da hinten. Okay. Die suchen mich. Achso, ich sollte ja speichern und einmal aufhören, glaube ich. Die Katzen muss ich ja auch noch setzen. Wo haben wir hier ein Lagerfeuer? Da drüben auf der anderen Seite. So, kommen die darüber? Also auf die Brücke gehen sie nicht drauf. Das ist schon mal gut. Okay, dann kann ich hier mal speichern. Und ja, das war's mal. 3 Parts habe ich aufgenommen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat bis dahin. Und ja, wenn ihr wollt, im nächsten Part hören wir uns wieder. Macht's gut. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler.